Anlage in Investmentfonds entspannt in die Zukunft blicken. Jetzt in Ihrer Bank. Union Investment. Aus Geld Zukunft machen. So, tiefen Schluck aus der Wasserpulle. Und weiter geht's hier mit dem letzten Achtelfinale. Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Auch hier haben wir schon den einen oder anderen Spieler, der definitiv auffällig ist. Hier haben wir gerade den ersten im Duell. Brems Nummer 10, Michael Polat. Ganz unangenehmer Gegenspieler, super körperlich. Technisch stark auf engstem Raum. Hier nochmal groß zu sehen bei Schiedsrichter René Pascal Wagner. 27 Jahre von Tura Espelkamp. Und hier haben wir den nächsten am Ball, die Nummer 10 beim BVB. Das ist Tyron Ken James Mata. Super Hallenspieler, kleines Kraftpaket, technisch unglaublich stark. Also Mata und Pola, zwei herausragende Gesichter bei diesem Turnier. Da haben wir Mata jetzt im Abschluss in Pfosten. Riesenmöglichkeit für ihn. Sehen wir jetzt nochmal Missverständnis und dann sofort der Abschluss mit links. Mata. Die Bremer am Abschluss. Die Dortmunder mussten ihren Torwart rausnehmen. Hat sich verletzt im letzten Gruppenspiel. Haben jetzt Feldspieler im Tor. Das ist Colin Noah, kleine Bekel. Der Kapitän und Hammer! Das erste Tor im Spiel. Für den BVB. 1:0 für Dortmund. Torschütze Hafani Buraima. Kommt hier von der Platte. Also, natürlich eine Schwächung für die Dortmunder mit dem Feldspieler. Bisher merkt man davon nichts. Einmal heute Morgen furios aufgedreht mit einem 5:0 Erfolg gegen den Hamburger Sportverein. So, Ballgewinn hier durch den Bremer Timon Wilkir. Dortmund jetzt im Angriff. Klasse Drehung. Kriegt er den Abschluss noch? Jawohl! Den kriegt er! Und wie? Aboubekir Ömer Elzein trifft zum 2:0 für Borussia Dortmund. Und die freut's. Gewinner dieses Spiels trifft im Viertelfinale auf Hertha BSC Berlin. Klasse Doppelpass, nächster Abschluss und das 3:0. Jetzt drehen sie ja richtig auf hier. Das Ole, jetzt kommt der BVB. Ist noch gar nicht zu Ende gespielt, da kommt zum dritten Mal in Folge. Aboubekir Ömer Elzein. Mit dem nächsten Treffer. Frank Pender steht da an der Bande. Der Trainer von Werder Bremen völlig fassungslos und schüttelt mit dem Kopf. So, nächste Offensivaktion der Dortmunder. 3:0. Die Norddeutschen scheinen den Westfalen zu liegen. Wie gesagt, Hamburg eben schon 5:0 besiegt. Der Vorjahresfinalist Dortmund verlor damit 5:0 gegen den ersten FC Köln. So, Bremen kommt kaum zur Entfaltung. Immer wieder die Ballgewinne des BVB. Wieder. Aber es sind noch 11 Minuten. Das ist in der Halle gar nichts. Entschieden ist das hier noch lange nicht. Dafür kann zu viel passieren. Dafür kann zu viel kippen. In diesem bekloppten Sport. Und wie gesagt, die Dortmunder ohne wichtigem Torwart.
in der Kiste. Omata hier im Duell, dass er verliert. Asante im Aufbau mit Hildebrand. Asane. Nuvoma. Wieder der Ballverlust. Konter läuft mit Mata. Zimpel in Position. Mata macht's alleine. Mata macht's alleine. Zimpel! 4-0! Borussia Dortmund! Tim Luca Zimpel, aber natürlich gehören so 60-70% des Tores mal wieder Tyron Ken James Mata. Und jetzt der Treffer für die Bremer. Da tönt auch das Nebelhorn. Emre Karagez. Also der DJ hatte richtig was zu tun. 5 Tore in den ersten 5,5 Minuten. Du kannst gerne weitergehen in dieser Partie. Nochmal, durch ist das Ding hier noch lange nicht. Mata wieder. Einfach eine super Ballbehauptung. Wie gesagt, Wagner Ball gespielt. Kann man folgen, Polat. Scheitert an der Bande. So, Mata wieder vor dem Tor. Mata vor dem Tor. Und klasse Reflex. Diesmal von Bennett Glinder. Im Tor der Bremer. Zimpel verfolgt den Bremer Aufbauspieler. Jascha Brandt legt den Ball auf Nicolas Fenski und den hat kleine Bekel. Sicher, auch der Ball geht in Seiten aus. Ballbesitz für Borussia Dortmund, der nächste Wechsel. Bleiben da am Ball. Ein Foulspiel läuft. Klasse rübergelegt. Nächste Großchance. Aber Benedikt Mbuku scheitert da. Jetzt gegen Polat. Mbuku, zweiter Versuch. Und das 5:1 für Borussia Dortmund. Benedikt Mbuku. Wieder der 4-Tore-Abstand. Ja, offene Sohle, richtig entschieden. Abu Bekir Ömer Elzain. Da mit der offenen Sohle René Pascal Wagner. Gut gesehen. Und mutig entschieden. Also ebenso die erste Partie, wo es so ein bisschen Diskussion aufkam. Und dann der nächste Treffer. Distanzschuss Kjell Hildebrand. Oder? Also was für ein Achtelfinale. Nee, das war nicht Hildebrand. Ja, da sehen wir halt, dass kein Torwart im Tor ist. Salam Nuvame im Tor. So, jetzt die Riesenchance wieder auf 6:2 zu stellen. Und genau das passiert. Was ist das denn für ein Spiel? Abu Bekir Ömer Elzain. Das ist ja Wahnsinn. 8 Tore. Und wir haben noch 6,5 Minuten zu spielen. Der Hallen-DJ kommt komplett ins Schwitzen hier. Nächste Möglichkeit für den BVB. Mata wieder. Also so viel Ole, jetzt kommt der BVB. Gab es nur bei Nobby Dickel auf der Hochzeit.
drei Dortmunder da vor dem Tor. Unglaublich dynamisches Umschaltverhalten nach vorne. Ein bisschen vergleichbar mit den Leipzigern hier. Beide mit unglaublich viel Tempo. Jetzt die Bremer aber rübergespielt und den Feldstein ins eigene Tor ab. Hafani Buraima zum 6:3. Es ist eine völlig wilde Partie. 5 Minuten noch. Und ich sage es nochmal. Das Ding hier ist noch nicht durch. Erst recht mit diesen Fehlpässen. Aber dann der nächste Ball gewinnen und das hätte ein Tor werden dürfen. Aber Leatonik Tahiri scheitert. Tahiri kommt den Ball jetzt am Fuß geklaut von Bennett Lindner. Nächster Schussversuch. Den hat Kleine Bekel sicher. Wenn ihr zuschaut, Laptop, Smartphone, sonst irgendein Medium, macht gerne ein Foto, wo seid ihr gerade? Vielleicht auch im Ausland unterwegs. Hashtag FWC19. Postet es gerne, wir nehmen es dann auf. Freuen uns über eure Bilder auf den sozialen Kanälen. Nächster Schussversuch. Kjell Hildebrandt. 4 Minuten auf der Uhr. Also Bremen braucht Torschüsse. Die Trefferquote ist jetzt hier einfach höher. Ja, Foulspiel von Hildebrandt an Tahiri. Tahiri hier am Ball. René Wagner, er wird auch heute das Endspiel pfeifen. Also große Ehre für den 27-Jährigen. So, 3,5 Minuten. 9 Tore haben wir schon gesehen. Tahiri behauptet hier die Kugel. Stark wird wieder reingespielt. Tahiri verpasst knapp. Das ist auch ein Spiel, was die Zuschauer in der Halle mitnimmt. Natürlich viele Kinder, Dortmund-Fans, Bremen-Fans, beides da und dann ist Marta erneut da. 7:3. Runter von der Platte, hier sehen wir es nochmal, Marta nimmt Maß und vollendet zum 7:3. 10. Tor in diesem Spiel, Wahnsinn. Das macht richtig Bock. Polat aus der Drehung. Nächster Treffer. Ole, jetzt kommt der BVB, wird abgelöst durch das Nebelhorn. Michael Polat. 11. Tor in diesem Achtelfinale. Wunderbar aus der Drehung. Vollendet. Und die geben sich hier noch nicht auf, die Bremer. Was ist das für ein Spektakel? Nächster Abschluss. Durch Abubekir Ömer Elzein. Da war Frank Bender, der wird am liebsten nur noch nach Hause fahren. Für den Trainer ist das ja grausam. Diese Partie. Absolut grausam. Spiel gegen den Ball, defensive Fehlanzeige. Hier darf jeder mal. 1:40 vor dem Ende. Freistoß für Borussia Dortmund. Hier sehen wir warum. Ja, bisschen Körperspiel, okay. In Ordnung, das abzupfeifen. Also in den nächsten 20 Sekunden sollte ein Tor für die Bremer fallen, damit es wirklich nochmal spannend werden kann. Jetzt entscheidend, der hätte, glaube ich, reingehen müssen. Das dürfte es so langsam gewesen sein. 1:03 vor dem Ende.
Gott, das gibt hier den verdienten Applaus der Halle. Beide Mannschaften, Hut ab und Respekt. Was für ein Spektakel. Ich glaube, ich habe hier nicht eine vorbereitete Statistik vorgelesen in diesem Spiel, weil dafür aber gar keine Zeit war, weil ständig irgendwas passierte. Und wir haben da 7:5. Ich glaube, wieder durch Polat. Schauen wir jetzt nach, wieder aus der Drehung, klasse gemacht. Gibt es mal die Ermahnung von Wagner an den Schiedsrichter, weil der Ball weggeschossen wurde. Alles klar, fair und gut geregelt. 7:5. Also nicht eine Statistik vorgelesen, einfach weil das hier so abging. Fast in jeder Minute ein Tor. Sekunden. Und wenn man das so sieht, ist es schade, dass wir Werder Bremen verabschieden müssen. Vielleicht jetzt nochmal nach 7:6. Dann klingt das hier nach 9 Meter Schießen. Der Treffer fällt. Nicolas Fenski trifft nochmal. Den Abpraller von der Bande nimmt er da Volley. Wunderbar in den Giebel. Traumtor. So, Bremen gibt nochmal alles. 5 Sekunden. Und den hätte er fast annehmen können. Kommen die Bremer nochmal an den Ball? Nein, das war's. Was für ein Spiel. Der BVB gewinnt mit 7:6 gegen Werder Bremen und zieht ins Viertelfinale ein. Und die Bremer bekommen jetzt den verdienten Applaus. Auch wenn sie den jetzt gerade nicht hören wollen. Ich habe seit Neuestem einen wunderbaren Feuerteufel. Kann man kontaktlos sagen? Hast du das Kartel dabei? Ja. Jawohl, also bei mir eine 2,50. Piep. Bitte schön, das haben wir mit Piep aber gleich. Hast du gepiept? Es gepiept, jawohl, vorher wird bearbeitet. Bumm. Nicht zu glauben. Kommt noch jemand kontaktlos zahlen bei mir? Gute Wahnsinn. Total. Zahlen nach hinten, hier rückzahlen. Die Atmosphäre.